Ihr wollt mehr von der Hundegruppe. Heute gibt's den, der nur mit einem Körperteil denkt. Ich zeige euch mit welchem. Moin, moin. Ja, ich habe ja mit der Hundegruppe angefangen, mit unserer Auslauftruppe. Und ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Heute geht es mal um das Thema Hormone, Junghund. Hormon gesteuert. Wir haben ja einen bei, den Alfie, der ist jetzt ein Jahr, ganz genau. Und bei ihm geht es nur um Hormone. Der ist die ganze Zeit nur unterwegs. Ja, ich zeig's euch mal. Da ist er. Der Cockapoo da geht schon los. Ja, er nervt die ganze Zeit. Der denkt wirklich nur noch mit dem Körperteil. Der Kopf ist leer. Das Thema haben bestimmt viele Junghundbesitzer. Es nervt natürlich, es nervt die ganze Truppe. Die ist jetzt heute relativ ruhig. Ich habe Donnerstag, das ist unsere Rentner-Gang, da sind die etwas Älteren bei, die das ein bisschen entspannter sehen, das Ganze. Aber es kann schon mal sein, dass dann irgendeiner auch mal sagt, ey, hör doch mal auf, es geht wirklich auf den Sender. Was macht ihr, wenn ihr so eine Situation habt, was ja bei ganz, ganz vielen Junghunden vorkommt, die eben in diesem Alter, wenn die Hormone sich bemerkbar machen, ein Riesenproblem haben. So, ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen abzulenken. Es liegt jetzt Futter rum. Was interessiert ihn? Kein Futter. Aber es ist schon lustig zu sehen. Ne? Thea sucht das Futter, typisch Labi. Ne? Und er hängt ihr hinten am Hintern dran. Also es ist schon nervig. Ne? Wenn ich sowas habe mit einem Junghund, das ist in diesem Alter normal. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen heftiger, so wie er. Die da also wirklich nicht aufhören und ein paar, die sagen, okay, nach zwei, drei Versuchen lasse ich es. Da muss man wirklich durch. Also der Körper, der verändert sich, es wird alles neu eingetaktet, die Hormone müssen erstmal wirklich richtig im Körper sein, das Wachstum ändert sich, Muskeln, Sehnen, Gelenke, das spielt natürlich alle eine Rolle. Deswegen, was macht man? Also ich würde in dieser Situation jetzt erstmal abbrechen. Alfie! Schluss. So, das funktioniert. Habt ihr gesehen? 10 Sekunden. Alfie, Schluss. Jetzt habe ich körpersprachlich noch mal ein bisschen ihn begrenzt. Mal sehen, wie lange das hält. Guck mal, da ist er wieder, das Objekt der Begierde. Ich denke mal, oh, guck mal, jetzt überlegt er, ich stehe in der Nähe. Er guckt mich an. Ja, der ist doof. Aber eigentlich ist die ja ganz nett. Ich gehe da gleich nochmal hin. Ja, also er wird da mit Sicherheit gleich wieder losgehen. Ja, oh, es hält ein bisschen länger. Ich bin überrascht. Es ist im Holzkopf angekommen. Weil in dem Kopf, da ist im Moment wirklich nur dieses drin. Ne? Guck mal, jetzt dreht er die Runde. Jetzt versucht er mich auszutricksen, weil sie ist hinter mir. Und schwupps, da ist er wieder. Ja. Jetzt hat er aber gesehen, sie kommt zu mir. Ne, da gehe ich nicht hin. Jetzt wird mal Ablenkung, ein bisschen geschnüffelt irgendwo und ab geht er. Sie geht von mir weg, ist er wieder hinten dran. Noch nicht ganz, aber da. Alfie, Schluss! Ne? Da kommt er mit dem Abbruchkommando eben nicht viel weiter. Also das hält halt nur wirklich ein paar Sekunden. Wenn ihr Glück habt, mal eine Minute. So eine Situation, wenn ihr die habt auf dem Hundeplatz, im Wald, am See irgendwo, die geht da weg. Also da ist keine Chance, da gibt es irgendwann nur eine Hauerei. Weil irgendein Rüde, dem das auf die Nerven geht und der das dann auch zeigt, weil meine, hier habe ich ja vorhin gesagt, das sind halt die alten Herren, die sind da relativ entspannt. Da passiert nicht ganz so viel. Ja, aber wenn das irgendwo anders ist, kann das schon sein, dass da wirklich einer sagt, ey, jetzt habe ich die Schnauze voll von dir. Junghunde sind nicht so beliebt bei älteren Herrschaften oder bei den Erwachsenen. Also versucht da nicht, die zum Spielen zu bringen. Ne? Also das funktioniert einfach nicht. Die wollen das nicht. Und dann muss ich da rausgehen aus der Situation. Ist euer Hund in dieser Phase, wo die Hormone wirklich extremst ihm zu schaffen machen, das ist wirklich ein Problem für die, der geht weg. Geht irgendwo hin, wo keine Hunde sind. Geht mit denen in den Wald, geht spielen, macht andere Übungen, weil dafür sind die empfänglich. Aber nur dann, wenn die Hormone gerade nicht das Sagen haben. Wenn die aber die Möglichkeit haben, so wie Alfie jetzt, der ist eine
eine Hündin, die toll riecht, die ist noch nicht mal läufig, die riecht einfach nur gut, dann ist der die ganze Zeit da hinterher. Wenn die jetzt nicht da wäre, dann wird er wahrscheinlich auch den nächsten kastrierten Rüden besteigen oder irgendeine Tonne, irgendeinen Baum. Denn manchmal ist es egal, das ist zu Hause die Kuscheltiere oder ein Kissen oder was auch immer. Ihr kennt das sicherlich. Da müsst ihr wirklich raus aus der Situation. Weg. So, was habt ihr noch für eine Möglichkeit? Die einfachste. Alfie, runter. Alfie, sitz. Alfie, hey, sitz. Alfie, sitz. Hey, Alfie. Ah, jetzt will er nicht. Merkt, gesehen? Weil er will nur dahin. Nur dahin. Komm her, komm, Alfie. Ne, komm her. Deswegen ist er sonst mit Schleppleine, weil dann kriege ich ihn. Da ist jetzt, funktioniert einfach auch nichts. Davon funktioniert kein Sitz, kein Platz, kein Bleib. Deswegen hat er normalerweise eine Schleppleine dran. Aber ich habe das jetzt für euch mal gezeigt ohne Schleppleine, aber da habe ich auch ein Problem. Der will nur zu der hin. Gut, und da ist er wieder. Was kann ich da tun? Ich nutze das aus, dass sie in der Nähe ist. Ah, seht ihr? Jetzt steht er da hinten und will sich nicht fangen lassen. Wollen wir mal gucken. Müssen wir mit Trick 17 arbeiten. Ich schmeiß mal Leckerlis hin für die anderen. Und er wird sich dann wahrscheinlich wieder da irgendwie einsortieren. Vielleicht kriege ich ihn dann. Nö, jetzt ist er da wieder unterwegs. So, ich konnte es jetzt nicht aufnehmen, weil ich musste wirklich Trick 17 anwenden. Jetzt habe ich ihn gekriegt. Also durch Platz habe ich ihn gekriegt, weil er sich dann irgendwo hingelegt hat und weil er schon so fertig ist. Und das musst ihr dann auch wirklich durchsetzen. Ne? Also der muss an die Leine, der muss raus aus der Situation. Das ist für den ja auch nur Stress. Ne? Was machen wir bei uns immer? Das Fuß auf die Leine. Er hat hier seine 40 cm Spielraum, damit er auch ein bisschen runterfährt. Nur so funktioniert. Da müssen denn die anderen auch weg. Ne? Da lasse ich auch keinen an ihn ran, damit er eben ein bisschen Ruhe hat. Ne? Also der kommt dann auch, seine Hormone schießen derart ein, dass der überhaupt nicht mehr reagiert. Ne? Ihr habt es gesehen, er versucht mich dann vorzuführen, er rennt dann weg. Und dann wird ein Fangenspiel draus. Dann machen viele ein Fangenspiel. Das finden die dann noch geiler. Ne? Also wenn dann so richtig die Party abgeht, es wird gefangen und es wird hinterher gerannt. Das finden die Junghunde super. Also da müsst ihr dann wirklich versuchen mit Trick 17, wie ich gemacht habe, entweder mit Leckerlis oder mit Sitz. Oder ich versuche, wenn er an der Hündin dran ist, oder ich gehe mal runter. Ich habe es jetzt geschafft durch den Platz. Konnte ich aber nicht aufnehmen, weil ich die Kamera und das ging halt gerade nicht. Jetzt mault er hier unten, dass er nicht dahin kommt. Weil hier hinten spielen die anderen mit meiner Frau. Ich kann es euch mal zeigen. Da hinten sind die anderen. Die meisten jedenfalls, einige sind bei mir noch hier. Und da will er jetzt hin. Warte, das ist ihm zu doof hier unten. Guck mal hier, unten, wo bist du? Da ist er. Das passt ihm nicht. Dass er jetzt hier mal warten muss. Nö, hat er keine Lust zu. Aber da haben wir aber auch wirklich einen Extremfall mit dem Cockapoo hier, mit Alfie. Also in so einer Situation müsst ihr den auch wirklich einfach rausnehmen. Das ist zu viel. Ne? Also der kann jetzt hier in der Hundegruppe, der würde nur alle verrückt machen und er macht sich ja selber auch verrückt. Also da an die Leine, das schadet nicht, ist ja nur für ein paar Monate. Und wenn er dann mal im Freilauf ist, dann muss man eben gucken, dass da nicht irgendwelche Hündinnen, Rüden, die kastriert sind, in der Gegend sind. Also ist nur ein Tipp am Rande, das macht dem Hund, tut dem Hund nicht gut und euch auch nicht, weil es nervt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke bekommen und habt ein paar Überlegungen, ein paar Tricks, die ihr anwenden könnt. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.